Moin Moin und herzlich willkommen zu einer kleinen Vorschau auf unsere 20. Kieler Open Source und Linux Tage. Ja, ihr habt richtig gehört, es sind wirklich die 20. Und dieses Jahr haben wir ja wiederum was Spezielles vor. Dieses Jahr sind wir nach ja 2 Jahren Corona-bedingten Veranstaltungen eine Hybrid-Veranstaltung. Also das bedeutet, dass Teile halt vor Ort stattfinden werden in Kiel, wie wir es gewohnt sind und eigentlich lieben und kennengelernt haben über die Jahre. Und ein Teil ist eben auch online. Und eben um diese Online-Möglichkeiten soll es heute gehen, vor allem um Streaming. Darum ist Jean bei mir gleich in die falsche Richtung gezeigt. Da, genau, so. Ja, das ist total gut geübt. Also, hallo, schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Genau, sonst kannst du ja ein bisschen dazu erzählen, was du sonst so streamingmäßig machst. Dich kennt vielleicht der eine oder andere doch schon aus dem Absolut, Internet. absolut, ja. Also generell, ich habe ja den YouTube-Kanal Linux Guides, den sollte man kennen, wenn man auf YouTube im Bereich Linux unterwegs ist. Und wir sind mittlerweile seit 1,5 Jahren dort und streamen tatsächlich fast jede Woche. Und haben da eigentlich schon unser so eigenes Streaming-Format, was sich vielleicht auch so ein bisschen daraus gebildet habe, dass ich 2020 das erste Mal auf den Keylux war, also präsent, obwohl die eigentlich online waren und euch dann mit dem Streaming quasi dann mitgeholfen habe. Und nee, das haben wir tatsächlich eigentlich auch schon dafür, dass wir das alle das erste Mal gemacht haben, das eigentlich ganz gut gewuppt. Und ja, seitdem war ich jetzt letztes Jahr auch nochmal hier, da oder in Kiel besser gesagt. Und da haben wir dann so eine kleine Streaming-Zentrale gehabt und haben dann ja auch direkt moderiert, schön mit Greenscreen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich saß vor dem Meer und ich weiß gar nicht, wo du vor saß. Das haben wir ganz schön gemacht. Und ja, genau, da haben wir halt eben mit OBS dann auf dem Stream-Splitter quasi gestreamt und das haben wir dann beispielsweise auf dem YouTube-Kanal von Linux Guides auch gestreamt, was wir auch dieses Jahr wieder machen werden. Und hatten wir auch PeerTube? PeerTube hatten wir auf jeden Fall, ne? Das hat aber nicht wirklich funktioniert, aber testweise hatten wir es auch. Und dieses Jahr wird es geben Owncast für alle, die kein YouTube mögen oder auch kein Twitch. Und dann werden wir wahrscheinlich auch Twitch mit bespielen und was hatten wir noch? Vielleicht PeerTube nochmal neuer Anbieter. Also da, wo wir letztes Jahr waren, den Anbieter gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt einen anderen. Mal gucken, vielleicht funktioniert das besser. Da steht alles noch nicht so ganz fest. Also es ist noch eine Menge zu tun. Und ja, bis September ist jetzt nun auch nicht mehr so lange hin, bis zu den Kilo Open Source und Linux Tagen. Ja, genau, also auf Linux Guides wird das Ganze laufen und ja. Mega, ich freue mich auf jeden Fall. Genau. Und ja, was meinst du? Ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe. Ja. Mir fällt jetzt aktuell nichts ein. Erzähl doch sonst nochmal was. Eigentlich nicht. Nee, ansonsten beispielsweise mit dem Splitten haben wir ja bei den Tux-Tagen ja auch schon Erfahrung gehabt, mit Owncast beispielsweise. Also wenn ihr das noch nicht kennt, Hauke, ich glaube, du hast da auch letztens ein Video auf nicht der Weisheit letzter Schuss auch hochgeladen. Unbedingt mal anschauen. Ja, da ja, verraten wir so ein bisschen, wie, ja genau, halt eben man da Owncast aufsetzen kann. Und ich muss sagen, es ist das bessere Twitch, was komplett Open Source ist, komplett frei ist. Man kann es auf seinen eigenen Server hosten. Und für alle, die jetzt nicht quasi übers andere Ufer wollen, um den Livestream zu verfolgen, dann kann man das halt eben auch über Owncast machen. Ne? Und tatsächlich auch die erste Hybrid-Veranstaltung dann von Keylux. Ne? Das ja, heißt, genau. Eigentlich haben wir dann doppelten Aufwand. Ne? Also ich kenne ja bis jetzt so diesen Streaming-Teil und jetzt werde ich das Ganze dann auch mal in Präsenz, wenn dann die Besucher auch dort sind, mitverfolgen können. Ich glaube, es wird herrlich stressig, aber eine wunderschöne Zeit und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Genau. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, was ich noch sagen wollte. Also wir werden 2 Räume vor Ort haben, die auch live gestreamt werden, plus einen Online-Raum, der eben bloß online ist. Ja, und da ist noch eine Menge technisches Zeugs zu berücksichtigen. Also ich mache dazu auch noch ein Video, beziehungsweise ich habe es schon gemacht, wie das technisch funktioniert, was für Lösungen ich da gefunden habe, dass das Ganze von dem Raum, in dem der Vortrag stattfindet, in unseren Regieraum möglichst verzögerungsfrei übertragen wird und dass das Ganze auch stabil wird. Das klingt vielleicht erstmal trivialer, als es ist.
Ich habe eine Menge Zeit da rein investiert, damit das auch funktioniert. Und ich hoffe mal, dass es morgen bei unserem Testtag auch so funktioniert, wie ich mir das ausgedacht habe und da keine neuen Dinge auffallen, was denn doch alles nicht funktioniert. Da freue ich mich drauf. Und tatsächlich, in Theorie sind ja manche Sachen immer sehr, sehr schön durchgeplant. Aber dann in der Praxis, in der Generalprobe beispielsweise, dann merkt man dann so, hey, daran hat jetzt keiner gedacht. Wie machen wir das jetzt? Um das halt eben, um dem vorzubeugen. Ja, werden wir uns da tatsächlich, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, dann morgen treffen und den ganzen Spaß mal komplett durchtesten. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich Und auch. hoffe mal, dass wir alle nichts vergessen haben und uns nicht dann nochmal, ich sag mal, zusammensetzen müssen und dann die letzten Fehler bügeln müssen. Aber ich denke, ich bin da sehr, sehr guter Dinge, dass wir das morgen hinbekommen. Genau, wunderbar. Ja, bis dann, nicht? Also guckt vorbei, entweder vor Ort am 15., 16. und 17. September im Jahre 2022. Ja, bleibt gesund und ja, vielleicht sieht man sich so oder so, ne? Absolut. Ganz kurz am Ende, das Ganze wird auch aufgenommen, ne? Also Ja, die ganzen Einträge, ne? genau. Wichtig, wer verfolgen könnt, Aufnahmen wird es danach geben. Gut, und tschüss. Ciao.